dass es mir darum geht, geldfreier zu werden. Und geldfreier werden bedeutet, arbeitsunabhängiger zu werden. Und arbeitsunabhängiger zu werden wieder bedeutet, mehr freie Zeit zu haben, zu schauen, das ist wirklich mein Talent, eben meine Berufung, mein Potenzial. Und nicht, wie kann ich mich verwerten auf dem Arbeitsmarkt, indem ich mich vorher im Konkurrenzkampf durchgesetzt habe. Es geht natürlich darum, vorhandenes Info zu teilen, zu nutzen, einfach wieder zugänglich zu machen. Wir haben ungefähr 47 Millionen zugelassene Autos. Was für ein Quatsch. Mit ökologischen Märkten, das können wir so nicht machen. Wir leben gerade auf 1,7 Erden, weltweit betrachtet. Da merken wir also schon, dass wir die planetaren Grenzen sowas von überreizen, mit der Art und Weise, wie wir hier in einer imperialen Lebensweise leben, auf Kosten anderer, systematisch. Das in Frage zu stellen, ist mir ein ganz wichtiger Punkt. Zu gucken, wie können wir anders miteinander umgehen. In Kooperation anstatt in Konkurrenz. Indem wir beitragen statt tauschen und Besitz statt Eigentum organisieren.